So, First Run, Techno ET48 2.0. Proline Badlands. Einer kommt da mit seinem Shogun. Alter, leck mich am Arsch. Hätte jetzt auch mal klappen können, ne? Hätte voll geil ausgesehen. Nicht so ganz mein Tag heute. Da kommt noch wieder der Kack-Shogun. Auch Badlands drauf. Boah, da hat er sich böse aufgeschaukelt gerade. Ist kein Bäscher, ne? Ist ein Streckenauto, merkt man auch am Fahren. Fährt sich deutlich präziser als jedes RTR-Auto. Wäre auch schlimm, wenn es nicht so wäre, ne? Scheiße, die Kurve nicht gekriegt. Egal, wenn wir schon da sind, können wir gleich auch mal ein bisschen über die Hügel jumpen. So wie früher, ne? So, here we go again. Hier ist jetzt sehr bumpy, weil wir natürlich noch gar nicht gefahren sind. Das gerade gesehen, Wahnsinn. Irre. Ist natürlich ein 4S Lipo drin. Kurzer Gasstoß, das Ding läuft sofort wieder gerade. Das war Glück. Liegt einfach daran, dass der Antriebsstrang hundertprozentig gerade ist. Das heißt, nicht so wie bei Arma, Coralli und so weiter läuft das leicht versetzt, sondern genau gerade. Den Busch mag ich aber heute. Thank you.
Gehen wir mal auf diese kleine Hügelpiste da vorne. Gucken uns das da mal an. Ja, wie erwartet, wie ein Skalpell das Teil. Super geile Lage, ne? Also schwerpunkttechnisch. Boah, da müssten andere schon sich ganz schön lang machen, damit sie ansatzweise da dran kommen. Kostet aber halt auch ein Stüpsel mehr, ne? Also mit 500 Euro oder so kommt ihr da nicht dran. Zumindest nicht neu. Und Gebrauch gibt es eben noch nicht. Aber das ist halt Wettbewerbstechnik, ne? Muss man einfach so sehen. Ja, hier sehen wir die Hügelpiste. Ich laufe jetzt noch mal ein bisschen. Ich lasse das Video mal laufen. Und da sieht man halt gleich schön, wie das Fahrwerk arbeitet. Ich wollte möglichst in die Mitte kommen. Ich am meisten Anlauf. Jo, haben wir ja noch ein bisschen mehr zu bieten, ne? Also ich habe bisher ein Auto gehabt, was hier mit Vollgas durchgegangen ist. Ich glaube, das war der Corrali Kronos und der war ein bisschen, ganz bisschen langsamer abgestimmt, hatte aber nicht so viele, nicht ganz so griffige Reifen wie der. Das fällt mir auf, das macht er sehr gerne, sich wegkugeln. Hätte ich nicht auf dem Gas bleiben sollen. Shit happens. Muss natürlich auch dazu sagen, die Reifen, die hier drauf sind, das ist natürlich schon wahrscheinlich mit das Beste, was du auf dem Truggy drauf bauen kannst. Oh. Ganz böse ausgehebelt. Das Ding hat halt mega Grip, ne? Wir gehen mal zu den anderen, mal ein bisschen über die Rampen hopsen. Wir haben 6750 mA. Da sollte also noch ein bisschen was drin sein. Ich fahre mit. Wir fahren keine Hütchen rum. Aber der liegt da schon. Verstanden? Dann gehst du den jetzt auch hinstellen. Nein, hier, nein, hast du. Gut, Strecke habe ich schon mal begriffen. Das ist die Gelegenheit, ab ins Wasser. Hey, wir können ja ein Hütchen noch da hinten. Ich schwöre dir, hinterm Fall. Du den ins Wasser, schmeiß ich dich hinterher. Wir können ein Hütchen noch. So wie du bist. Ein Hütchen hinterm Teich. Genau. Na komm, einfach fahren. Wenn einer umfällt, alle stehen bleiben und wieder abbauen. Und wer baut die denn auf? Einer hat wieder mal nicht losgesagt. Ah, wo bin ich? Ah! Scheiße! Also Arne ist jetzt in den Wald also gefahren. Ich bin schon mal raus. Doch komm, da müssen wir hinterhergehen. Arne ist jetzt. Wir fahren weiter. Arne, nicht so schnell, Mensch. Nimmo fast abgebogen. So, also Arne ist in den Wald gefahren. Wie geil. Da sind wir ja wieder. Da ist er wieder. Siehst du schon wieder ein Hütchen?